Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Pokémon X. Beim letzten Mal waren wir schon in Tempera City, aber haben uns gedacht, komm, wir gucken uns erstmal diese wunderbare Azurbucht an. Auf geht's. Hallo. Du besitzt nicht zufällig einen Mega-Ring? Dann hat dieser Stand also darauf reagiert. Gut, dann will ich ihn dir geben. Am Vorausnitt! Ja? Wenn Conny und Mr. Mega dich als Trainer anerkennen, wirst du sicher auch mit diesem Megastand etwas anzufangen wissen. Dadurch kann ein besonders starkes Band zwischen dir und deinem Pokémon entstehen. Ah, genau. Erstmal, bevor wir jetzt gleich wieder kämpfen werden, eine wunderbare Heilung. Ich bin echt im Überlegen so. Soll ich weiter mit Amphizell kämpfen oder nicht so? Puh. Ha. Das sind die Fragen des Tages, die man sich heutzutage stellen wird, ja. Ich glaube, ich bin echt auf Pollen allergisch, auch wenn ich das bisher nie so gedacht habe. Aber okay. Sind hier irgendwo Items? Nein. Egal, wie viel ich angele, das Meer bleibt blau. Ein Kampf ändert da auch nichts dran, oder? Nein, es wird sofort grün, wenn wir kämpfen, also... Ich rate dir, das nicht zu tun, Angler Ewald. Vom Spreewald. Was ist das für ein Pokémon? Ein Scampisto? Hau mal kurz raus. Ja! Bye! Ja, und der Steigerungshieb, wir haben ihn schon im letzten Part kennengelernt und das ist nicht so effektiv. Wobei, es ist... Es stand jetzt nicht da, dass es nicht so effektiv ist. Es sah so aus, weil es halt nichts abgezogen hat. Okay. Da würde ich mal sagen, Katapult, nö, ein Kanon, also bye. Weil speziell ist Amphizelle noch immer ein bisschen stärker als so, ne? Als physisch. Wusste HD, dass es so viel abziehen wird, deswegen habe ich es auch gemacht. Ja, ja. Kanivana, Kanivana. Oh, das ist gut, weil Kanivana ist Wasser und Licht. Da können wir gerne den Steigerungshieb einsetzen. Ja, also bye. Ja, ja, Rauhaut ist mir egal. Hauptsache, wir haben dich besiegt. Du bist weg vom Fenster, alte Wildstute. Das Salzwasser des Meeres und meiner Tränen wird den Kummer über diese Niederlage hinfortspülen. Okay, Salzwasser-Sam. Und ja, das habe ich echt von SpongeBob geklaut. Salzwasser-Sam und seine 7 Seegehilfen oder irgendwie sowas. Oh, ein Himmelskampf. Nein, danke. Braucht kein Schwein. Nö, nein, nee. Das will ich nicht. Ja, aber ohne Witz, ne? Jetzt gerade, wo wir hier dieses wunderbare Wetter sehen, ich dachte halt echt, dass ich nicht auf Pollen allergisch bin oder sowas, aber jetzt so langsam glaube ich schon, dass es so ist, weil mein rechtes Auge drückt so, also wenn ich dann so blinzle, es tut jetzt nicht weh oder so, aber es drückt halt schon so ein bisschen, wisst ihr, wie ich meine? Weil da wahrscheinlich eine Polle reingeflogen ist und das halt so ein bisschen allergisch oder so ist. Keine Ahnung. Endlich habe ich schwimmen gelernt und das erst jetzt als Erwachsene. Jetzt fürchte ich nichts mehr. Ja, und meine Nase ist jetzt gerade eben wieder so ein bisschen zugegangen. Ich muss alle 10 Minuten niesen, wenn überhaupt alle 5 Minuten. Das ist ein bisschen komisch. Na? Ich muss auch ja... Ich kann, garantiert in diesem Kampf werde ich wieder niesen. Es tut mir leid, aber es ist halt wirklich so. Ne? Dieser Frühling. Man will das Fenster aufhaben, weil es halt schon so warm ist. Das Wetter ist momentan für den Mai. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, also der 10. Mai... wirklich schon extrem heftig. Muss ich wirklich sagen. Na, die ganzen Pollen fliegen ins Zimmer rein und boah, dieser ganze Staub, der sich dann bildet und so, boah, Junge, Junge, Junge. Aber ich muss sagen, für den heutigen Tag ist es gar nicht so, also ist es gar nicht so heiß wie gestern. Also am 9. Mai, als ich das aufgenommen habe, ne? Es ist halt so. Es sind, glaube ich, so 20 Grad, aber das war es dann auch irgendwie schon, ne? Das ist gut, weil da kannst du auch nachts schön so auf 10 Grad runterkühlen. Da kann man nachts immer schon richtig chillig joggen gehen. Und ah, das freut einen ja so richtig. Das ist wirklich das, was mich so
freuen tutet. Naja. Aber gut. Ach du Kacke, ey. Ich ziehe echt gar nichts ab mit dem Kack. Natürlich steigt da alles an, du Miststück. Also bye. Bitte zieh mehr ab als eben. Junge. Okay, ich werde teilen müssen. Kein Problem. Naja, aber ich muss echt ganz ehrlich sagen, dieses Wetter, es ist schon schön, aber wow. Für den Mai verdammt heiß, ey, da bin ich gar nicht so vorbereitet gewesen. Wisst ihr, da sind die in den Nächten, die es ist echt so, in den Nächten ist das Zimmer dann immer so richtig warm, total ekelhaft, du kannst nicht schlafen. Es ist wirklich hart. Du machst mir Angst. Willst du jetzt etwa ertrinken oder soll ich dich retten? Hm. Naja, so viel dazu, ne? Ich wollte jetzt auch gar nicht so viele Worte darüber verlieren mit der Temperatur. Aber gut. Kann mir einer sagen, wo es hier eigentlich lang geht? Hi, Abisszahn. Abisszahn. Hui. Ob hier auch irgendwo eine Abissplatte ist? Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Abisszahn ist so ein Item, das für Perlu geeignet ist, ne? Hey, hey. Jo, Abisszahn, Abissplatte, die kann man Perlu geben und dann bei Tausch entwickelt sich das Perlu zu zwei anderen Pokémon. Wenn man ihm eine Abissplatte gibt, entwickelt sich das Perlu zu diesem einen Pokémon. Boah, ich weiß gar nicht, deswegen Alabis oder sowas und keine Ahnung. Irgendwie so. Kreuzschere erhalten! Ob ich das vielleicht Smetbo beibringen kann? Mal gucken. Wir werden sehen. Nein. Wird aber sowieso nichts bringen, weil es eine physische Attacke ist. Also bye. Ha, nee, aber hier, dieses eine Fräulein, was da gerade eben meinte, dass sie nicht schwimmen konnte, ne? Oder dass sie das erst kürzlich erlernt hat. Ihr lacht, ne? Aber wenn ihr wüsstet, wie viele Erwachsene auf der Welt nicht schwimmen können. Weil sie es einfach nicht, weil sie es aus Phobie nicht getan haben oder weil sie dazu nicht gekommen sind. Es ist auch wirklich nichts Lächerliches oder so, aber es ist halt wirklich so. Die Leute, es gibt so viele Leute auf der Welt, die nicht schwimmen können. Und die das erst später lernen. So als Kind, ich weiß nicht. Es ist ja auch nicht irgendwie so, als hätten die Kinder keine Zeit, als hätten sie zu Kindertagen keine Zeit dafür gehabt oder so, ne? Aber echt schon krass. Ja, wo denn? Na? Locker HD hier irgendwo. Was? Gewusst wie? Mit die Fort-M-Attacke-Surfe erlaubt, ist einem doch glatt, selbst auf dem Rücken eines Pokémon zu angeln. Schon gewusst? Ist schon sehr interessant. Herzschuppe. Ja, sehr gut. Boah, so ganz ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich lang surfe. Ich habe gerade keinen Orientierungspunkt. Ich habe immer noch so in Gedanken, dass hier irgendwo in der Mitte dieses Riesengebäude ist. Okay, hier ist nichts. So. Was haben wir denn da? Mal wieder so eine Flugkampf-Scheiße da. Bye! Wo bin ich bitte? Kinders, ich weiß es nicht. Hallo? Hier ist irgendwo eine Insel. Ja, da ist eine Insel, aber. Wo zum Teufel bewege ich mich gerade lang? Ohne Witz, ich muss auf die Karte gucken. Ich glaube, ich werde die Karte jetzt immer shortcutten, weil ich immer hier rüber reinzugehen. Nee, lass stecken.
Aha. Danke für diese genaue Scheiße, liebes Pinnchen, dass du mir anzeigst, wo ich gerade mich befinden tue, ja. Peter ist wieder on, Alter. Ey, ohne Scheiß, ne? Der Typ ist so ein Sucht in Pokémon. Der ist nur am Züchten. Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Meine Fräsen. Ey, ohne Scheiß, Mann, wo bin ich denn? Hahaha, kaum rede ich von ihm, weißt du? Peter! Hä, nee, aber ohne Witz, Alter. Ohne Witz, ich checke es nicht, wo ich hier gerade bin. Ich glaube, ich surf mal zurück. Ich glaube, ich bin doch da. Ja, ich glaube, ich hab's gefunden. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe diese wunderbare Höhle, zu der ich heute hingehen möchte, gefunden. Wassertafel. Knackig. Erhöht ziemlich stark die Wasserattacken. Ja, ja. Wer hätte es gedenkt? So. Die Meerestitanhöhle. Aber sie ist leer. Sie ist steinig und leer. Bye. Ja. Hat sich gelohnt, ne? Und ich bin mir nicht mal sicher, ob hier auch ein legendäres irgendwann spawnt, weil das würde sich echt anbieten, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es so sein wird. Wow. Nein, Evans. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Also bye. Was ist mit den Leuten los, ey? Alle wieder am Pokémon zocken oder wie, ey? Was geht bei den Leuten ab, ey? Ekelhaft. Ja, danke. Was haben wir denn hier? Ein Pfeil, der nach oben links zeigt, ja? Hm, so nach dem Motto, die Meerestitanhöhle ist gleich da oben links. Nein, wirklich, sag an, das hätte ich jetzt nicht von dir gedenkt. Ha. Natürlich ist mir klar, dass da oben die Meerestitanhöhle ist. Natürlich habe ich keine Schutze mehr. Toll, ich habe nur noch einen Topschutz und mit dem komme ich locker nicht zurück nach Hause. So, wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Wir werden jetzt ganz, ganz chillig, millig, vanillig dem Ampharos eine Wassertafel geben. So einfach ist die Kiste. Ja, bitteschön. Ich surfe jetzt mal zurück, weil ich halt wieder in diese Riesenperspektive reingehen will. Hallo? Hallo? Bin ich wieder hier? Nein! Lass mich! Die sagen immer das gleiche. Jedes Mal, wenn du verneinst, sagen die Himmel Arzeus und Zwirn. Naja. Halt wegen Himmel und so, ne? Ich glaube, wir haben echt alles erkundet, ne? Mehr ist hier nicht. Gut. Wenn ich doch was vergessen habe, dann schreibt's wieder in die Kommentare rein. Ihr wisst Bescheid. Sehr schön. Der Schutz reicht gerade noch so aus. Aha. Ding, ding, ding. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Stadt an. Hier ist nichts. Sehr gut. Als ich noch ein Kind war, habe ich in der Azubucht einen Trainer mit einem tollen Ampharos gesehen. Oh, hi. Ja, wir haben ja eben einen Ampharos nicht bekommen, ne? Deswegen, wenn wir hier irgendwo einen Ampharos herbekommen würden oder einen Voltilam. Boah, wäre das krass. Vom Voltilam zum Vati zum Ampharos. Und dann der Ampharos nicht. Das wäre echt schon ein gutes Teammitglied, muss ich sagen. Ein schönes Ampharos. Ach, dieses ganze Herumgreise als Trainer. Das muss doch furchtbar an den Kräften zehren. Ja. Was meine Frau auch von sich geben mag, nimm es dir bitte nicht zu Herzen. Uns ist der Sinn für Abenteuer längst abhanden gekommen. Im Vergleich zu uns bist du ein wahrer Held. Seidenschal. Ja. Ich habe meiner Frau früher öfter mal einen Seidenschal mitgebracht, weißt du? Aber den hier darfst du ruhig an dich nehmen. Der wird sich dir sicher als nützlich erweisen. Als nützlich. Ich kann kein Deutsch. Ohne Witz, ich kann kein Deutsch. Hallo. Ich habe die ganze Welt bereist und verschiedene Räucherstäbchen gesammelt. Eine dufte Sache. Ah, hier kannst du diese ganzen Lachsdinger kaufen, ne? Genau, ja. Boah, Kinders.
Ich glaube, ich habe Scheiße erzählt. Ich glaube, diese Items hier oder diese tragbaren Items sind die stärksten Typen pushenden Items, wo gibt. Ne? Ich glaube, das sind so 30%, die da stärker gemacht werden. Die Tafeln haben, glaube ich, 20 und die haben, glaube ich, 30 oder irgendwie so. Wenn ihr es genauer wisst, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Hallo, hallo. Hallo, bye. Wisst ihr, was wir aber jetzt erstmal verkaufen werden, Mann? Die ganzen Kampf-Items, Alter. Also, wo sind sie denn? Oh ja. Bye. Ist jetzt nicht viel Kohle, wenn man sich das so einzeln anschaut, aber... Wie alles auf der ganzen Welt summiert es sich, hallo. Ha. Die Musik, ne? Die erinnert mich irgendwie an ein altes Pokémon-Spiel. Oder an ein altes Theme eines anderen Pokémon-Spiels, sagen wir es so. Schon komisch. Kommt mir so vor, als hätte ich es schon mal irgendwie gehört, irgendwo. X-Treffer, weg damit. Ich glaube, das wär's dann aber erstmal soweit, ne? Mehr habe ich nicht. Jo. Also, bye. Was geht? Hallo. Ein junger Trainer auf Wanderschaft, also was? Lass mich raten. Auch du willst ja alle Pokémon, die sich im Wasser befinden, angeln, richtig? Sicher willst du das. Soll ich dir eine Angel leihen? Ich bin Profi-Angler und habe mehr Profi-Angeln, als ich jemals auswerfen könnte. Und ob? Das ist eine Profi-Angel. Los, wirf sie doch gleich mal aus. Ja! Und bye. Ich habe mich nicht mal bedankt. Ich bin so ein Arschloch. Was geht eigentlich beim Carlos-Kraftwerk vor sich? Die Stromerzeugung für Illumina City verläuft in letzter Zeit jedenfalls irgendwie auf Sparflamme. Ja, so viele Stromausfälle gab's selten, hallo. Siehst du, mit welcher Hingabe mein Carpador seinen Poffley isst? Die Diät war wieder umsonst. Und wieder ein Hotel und da ist wahrscheinlich wieder Mr. Miteinander drin. Herzlich willkommen im Hotel Tempera, hallo. Findest du es nicht auch ganz toll, wenn man etwas mit einer berühmten Persönlichkeit gemeinsam hat? Wie Amaro habe ich stets ein Chefrum dabei. Wusstest du, dass die Schauspielerin Dianza oft in dieses Hotel kommt? Wäre das klasse, wenn ich in demselben Zimmer übernachten könnte, das sie sonst auch nutzt. Dann würde ich mich vielleicht auch wie ein Star fühlen. Alter Falter, immer diese Fangirls. Fangirl-Tote. Der glückliche Blick deines Amphizell verrät mir sofort, dass du ein sehr gutmütiger Trainer bist. Deshalb ist es auch so zutraulich. Hier, dafür bekommst du dieses Glücksei von mir. Glücksei erhalten! Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon zum Tragen gibst, erhältst du nach einem gewonnenen Kampf etwas mehr Erfahrungspunkte als sonst. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Neuerdings geht eine Bande von Unruhestiftern um, die sich Team Flair nennt. Eine ziemliche Plage, wenn du mich fragst. Von einem solchen Pack sollte man sich fernhalten. Immer diese alten Säcke mit ihrem Pack. So ein Dreckspack. Weg mit ihnen. Das ist mein erster Urlaub seit Ewigkeiten. Du und Urlaub? Du musst doch sicherlich hier putzen. So siehst du jedenfalls aus. Pff. Hey, wo ist Hallo? Mr. Miteinander, bist du's? Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Ah, du bist also dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen? Sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir das mal unbedingt zeigen. Ich wette, der gibt euch so ein Zertifikat dafür, dass ihr das Spiel in Sachen Pokédex komplettiert habt. Da kann man von ausgehen wie Kerzen, ja. Wow. So, das zum Hotel. Und da ist eine Dame. Willkommen beim total random TM-Quiz. Gibst du mir die richtige Antwort, gebe ich dir einen TM. Bist du dabei? Los geht's, hier kommt die Frage. Von welcher Attacke ist die Rede? Sie stört die Konzentration des Gegners und senkt seinen speziellen Angriffswert. Ich glaube, es ist Bizarro-Raum, oder? Ich wusste es natürlich, es war nur ein Test und ihr habt alle bestanden. Richtig, der Kandidat erhält 100 Punkte und natürlich eine wunderschöne TM. Ich muss dir wohl nicht extra sagen, welche. Vertrauenssache halten!
Ja, jetzt kann man hier jeden Tag eine TM abstauben. Und man kann sie sogar immer abstauben, weil sie fragt jedes Mal, wenn man was falsch gesagt hat. Überleg dir das besser nochmal, du dummes Stück Scheiße. So, es ist die Frage des Tages. Die Küstenstation. Die Magnetbahn hält am Pokémon Center und bei der Pokémon Arena. Steigt doch ein. Kinders, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den Part. Beim nächsten Mal nehmen wir die Magnetbahn, die uns zum südlichen Teil der Stadt führt. Von daher gesehen. Ich freue mich immer, die Magnetbahn zu nehmen, wenn ich ins Pokémon Center fahre. Juhu. Von daher gesehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.